Benutzen. Yes. Ah, okay. Ach, das ist ein Anti-Käfer-Zeichen. Die Tasche ist offen. Ja, okay. Ich glaube, sie versuchen, ihre Tasche zu stehlen. Ich glaube, wir haben die Tasche gestohlen. Nur mal so. Ich weiß jetzt nicht. Bin nicht ganz so. Ach, okay. Was? Eine Rattenfalle. Was für ein Ding? Hammerjäger. Ah, fuck. Ups. Oh, oh, oh. Hä? Jetzt hat. Ja, okay. Kann man einem irgendwie helfen? Ich wollte es nicht. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Ups. Ich glaube, wir haben sie ein bisschen verärgert. Ist ja gar nicht mein Ort. Was? Wo kommst du her? Nein, warte, warte, warte. Also. Genau, die Bären. Das ist so lang her, weil man gewusst hat, warum ich überhaupt zu dem gegangen bin. Oh, Schwein, Schwein. Ich bin normal überhaupt nicht so ein Mensch. Will ich. Ja, überhaupt nicht. Also, es tut mir jetzt fürchterlich leid. Das ist nicht mein Kratz. Das ist nicht mein. Was? Du bist mal nicht meine Katze. Oh, kleine Dame, du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Gut für dich. Wo ist Mr. Midnight? Aber wo ist Mr. Midnight? Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine hübsche Katze? Ich suche mich. Was? Was ergibt denn jetzt noch Sinn? Ich habe meine Katze gesucht. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Ach, okay, das ist unsere. Meine ist auch schwarz, wirklich? Wirklich? Du scheinst oft in Schwierigkeiten zu geraten. Warte, vielleicht ist er ja meine Katze. Oh, meine Dame, wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Okay, das ist der Zombassen zu unserer Vision, was wir da davor gehabt haben. Was hast du so jetzt gesehen? Schau. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir. Bitte. Es ist nicht weit von hier. Okay. Ja, und jetzt? Wo sind wir? Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Sei genauer. Oh mein Gott. Könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würde sie vom Erdboden verschwinden. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Ich weiß, was man dran messen. Ach, ups, also tot. Warte, wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Das ist echt komisch. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Arg. Ach, geh auf! Warum bist du zu? Ich habe dich erschaffen! Ich befehle es dir zu öffnen. Ich muss einen Schlüssel finden. Warte mal. Warte. Hat es nicht davor geheißen, die Ratte hat einen Kamm? Oh, der Kamm, der kleine so. Ja! Wusste ich, kann mir an was erinnern. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm? Der glänzende schöne Kamm? Kann ich ihn bitte haben? Er will sicher wieder was sagen. Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ich meine, ist ja nicht unser Kamm, oder?
Ich meine, mein Kram möchte ich nicht davor mit der Ratte geteilt haben, aber ist ja nicht unser Kram. Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Oh. Süß. Danke, meine Dame. Du bist sehr nett. So. Jetzt. Nehmen wir da retour. Los Pilos. Alle klar. Kram. Kombinieren. Benutzen. Huch. Das klappt nicht. Warte. So. So. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Ja, jetzt ganz ehrlich. Ist niedlich, oder? Hä? Er schaut echt niedlich aus. Der ist echt voll süß. Der ist echt voll süß. Ach du Fran. Der Mensch. Du hast es endlich geschafft. Jetzt. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Jo, tschüssi. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. So, Schlüssel. Schlüssel für eine Tür. Ein faszinierendes Spiel. Es hat geklappt. Juhu. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight? Bist du noch da? Was? Kapitel 2, Teil 2. Doppelte Persönlichkeit. Oh mein Gott, wo bin ich? Ja, stell dir mal zack auf die Frage. Und warum haben wir einen Katzenhut auf? Was? Hä? Was ist das? Ein Hut? Oder unsere Katze? Mr. Midnight? Oh nein, dein Kopf! Kätzchen! Warte mal. Das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut? Das ist irgendeine andere Katze. Das ist irgendein Kopf von einer anderen Katze. Nee, ist nicht unser Katz. Wie auch immer. Ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Clara und Mia, ne? Sagt man nix. Warum liegt da Fleischhaufen? Da lege ich mich nicht rein. Ich sollte lieber versuchen, hier rauszukommen. Tio. Also wir sind einmal nicht auf Drugs. Also die Pillendose ist zu. Wir sind nicht auf Drogen. Also wir müssen uns das Ganze dann nur mal mit Drogen anschauen. Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Ah, okay. Oh. Den behalte ich. Kätzchen leckeres Essen zu machen kann. Ah, okay. Sind das Augen? Der. Es macht Spaß zu sehen, was Leute zu Hause haben. Ja, überhaupt, wenn es tote Schädel und Augen sind. Natürlich. Mal sehen. Flasche Milchkrug und Trockenblumen. Ah, okay. Nichts Interessantes. Wo sind wir? Ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ich mache das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkommt. Ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Schön. Streichhölzer anziehen mag ich aber nicht. Ja, wir haben noch nie einmal mehr, oder? Lecker Kekse in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Honigbär, du schmeckst himmlisch. Bei Mehl muss ich niesen. Aber das fühlt sich lustig an. König Leons Backpulver. Das war größer, klein. Okay. Ein Kieferzapfen. Ich habe Angst, ihn anzufangen. Ja, in der neuesten haben wir Angst vor Kieferzapfen. Muss man jetzt einfach sagen. Ich habe keine Silber, ich brauche keinen Löffel. Okay. Um meine kleinen Händchen abzutrocknen. Huch. Oh nein, ich habe so ein glänzendes Messer. Könnte es noch nützlich sein, auf alle Fälle. In dieser Welt
Spachtel klingt wie Schachtel in einem Spa. Spachtel klingt wie Schachtel in einem Spa. Oh Gott. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Okay. Ich kann dem Bild nicht ganz entnehmen, ob das ein Körper ist und zwei Köpfe sind. Zwillinge? Eineiige Zwillinge? Mr. Midnight? Dieses Mädchen? Die haben mein Kätzchen genommen. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Oh. Ich habe schon langsam immer mehr das Gefühl, dass ohne Pillen die Traumwelt ist und mit Pillen die Realität. Also bei der Psychiatrie, wo wir in der Psychiatrie waren, war es ja wirklich nur so, mit die Pillen war man in einer anderen Welt. Haben wir Monster gesehen, haben wir die Dämonen von anderen Menschen gesehen, und da war die Welt anders. Aber irgendwie kommt man schon langsam vor, weil das schaut aus wie ein Brunnen. Ja? Und schon langsam kommt man das so vor, als wie mit Pillen mir in der Realität sind. Das, was sehr scary war. Oh, du hast scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Und genau das gefällt mir im Spiel. Das kleine, naive einfach. Hat deine Mami dich fallen gelassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Oh, das ist scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Wie sie dort reinschaut, wenn sie das sagt. Das ist einfach so cool. Du wirkst frisch. Lebst du noch? Fresh. Du bist ein kluges kleines Baby. Du hast deine Plazenta mitgenommen. Die Plazenta ist wie ein Jetpack aus Blut und Nährstoffen. Kluges Baby. Kluges Baby. Schön. Warte mal. Hallo kleines Baby, was machst du hier? Niemand liebt dich, aber du bist so hübsch. Ich mag dich. Immerhin bist du an der Wand wie ein Bild. So kann dich jeder sehen. Es ist so krank. Es ist einfach so krank. Ein Geheimnis von meinen Geheimnissen. Ich bin gerade sehr neugierig. Was könnte das sein? Okay, können wir da hin? Okay. Ob das gut geht. Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Kann ich nicht tun. Ich weiß halt nicht, wie uns jetzt Backpulver helfen soll. Okay, wir brauchen eine Brücke. Warte mal. Was passiert denn? Ach, okay. Dann bin ich wieder da. Schräg. Da lege ich mich schräg. Okay. Warum? Warum ist denn da bitte Fleisch als Bild? Das bringt keine guten Erinnerungen zurück. Na, das kann ich verstehen. Warum? Wer hängt sich denn bitte rohes Fleisch als Bild auf? Also Bilder mit rohen Fleisch. Was? Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Salz. Nehmen wir mit. Bohnen mag ich nicht so gerne. Okay. Das riecht komisch, das fasse ich nicht an. Oh, es ging auf. Und was ist drin? Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. Frag mich, wer Champion ist. Wer ist Champion? Champion. Oh,
Champignon. Ich bin da. Sorry, Leute, ich bin ein Idiot. Champion. Hm. Champion. Ist der Champion. Ja, deswegen. Champion ist der Champion. Jetzt hab ich's. Was für eine hübsche Dose. Ich nehme niemanden das Essen weg, zumindest alles. Okay. Zwei Pfanne Marmit. Wenn hier Knoblauch gibt, gibt es keine Vampire. Ja, das ist stimmt. Eichhörner, das will ich gar nicht wissen. Mein Kätzchen spielt gern mit Oliven. Ich glaube, er hält sie für lecker. Okay, ich setze mich nicht hin. Okay. Es ist abgeschlossen. Toll. Kann ich was machen? Ja. Ich soll jetzt einen Teig kochen. Sieht aus wie eine. Sieht wie eine Pflanze aus. Oh nein, tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe. Oh. Mach kurz was. Glaube ich nicht. Okay. War nur. Nur so eine Idee. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Ich streichholz, um Licht zu machen. Oder nur zum Beispiel. Streichhölzer braucht man. Haben wir denn das davor gehabt? Streichholz haben wir doch gerade davor gebraucht. Okay, na, sind schon zwei. Es sind zwar verschiedene Menschen. Okay. Wow, wie groß ist denn das jetzt da schon wieder? Machen wir das da noch? Okay, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, wir kommen immer daher. Okay. Meine Fritze. Das ist nicht meine Tasse. Der Teekanne ist gar kein Tee. Oh. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Ich könnte den ganzen Kuchen essen. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich? Vielleicht nur ein bisschen? Lecker. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Okay. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Ich könnte den ganzen Kuchen essen. Okay. Mit Karamellsoße drüber. Süßigkeiten. Okay, in vielen Farben. Lecker. Wollt ihr mitnehmen? Das ist nicht meine Tasse. Ja, okay. Eine Vase, um Blumen reinzustellen. Eine Blumenvase mit Asche drin? Oh. Okay. Ich weiß halt noch nicht, wo man eine Brücke herkriegen soll. Wo soll man denn eine Brücke herbekommen? Ich könnte hier Dinge verbrennen. Dinge, die ich nicht brauche. Unsicher. Da denkt wer mit. Grüß dich, Schmattel. Weil mir das da bist. Voll cool. Aber da denkt wer mit. Das muss man da lassen. Vase ist halt nur ein bisschen Aschen drin. Aber ist ja wurscht. Nein, das würde die Asche da drin ruinieren. Okay. Wenn man das gerade. Okay, das geht. Wasser im Topf. Fertig zum Kochen. Dann machen wir das mal. Halt, was? Kombinieren. Nein. Kombinieren? Nein. Ja, der Gedankengang war zwar gestört, aber gut, aber hat nicht funktioniert. Dadurch, dass da irgendwann ein alter Opa drinnen ist, darf man da nichts. Darf man da nichts machen. Das Wasser kochen. Ach okay, Wasser kochen. Passt. Geh mal weg. Da war doch zu hart, oder? Jawohl.
Jetzt, pass auf. Jetzt glaube ich. Ergibt schon langsam alles einen Sinn. Einen Sinn. So. Ich weiß nicht, ob ihr Suppe gehört. Ich muss ein Rezept. Was? Was? Rezept? Was? 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 Rezept. Alter. So, also Rezept kriegen. Und ja, der wird aber ohne uns kochen, oder? Zutaten fehlen, okay. Mehl. Komischer Beutel. Da haben wir eigentlich alles schon durchgesucht. Schubladen geht nix. Ich verstehe ja jetzt nicht ganz, warum wir eine Suppe machen müssen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Für was braucht man jetzt eine Suppe? Why? Müssen Plastikblumen sein? Okay, das ist. Ja, okay, schauen wir mal weiter. Vielleicht, ja, vielleicht. Gemütlich und warm. Ist das ein fliegendes Schwein? Ach cool. Ich frage mich, ob ein freundliches Tier mit uns fliegen würde. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt ein fliegendes Schwein finden, meine Liebe. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Ich glaube, einen Hirsch haben wir ja gefunden, ohne Kopf. Gabriel. Er wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Er wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Dummerchen. Ach, das war der eine Hirsch. Ach, okay. Ja. Denn was man versehen. Was? Müssen wir. Sie die Suppen kochen? Ich weiß nicht ganz, ob sie nur Suppen braucht. Oh mein Gott, der Geruch. Armes Mädchen. Wer hat dir das angetan? Und warum? Ich muss vorsichtig sein, mein Kätzchen zu beschützen. Ja. Der Geruch. Janet. Blueberry Free Volumen 2. The Blueberry Free Volumen 2. Wie geil. Antonio the Greatest. Queen of Meat. Wie geil. Matle, es braucht auch mal so ein Cover. Es braucht auch für Angry Band. Komm, das neue Album, so ein Cover. Es ist cool. Oh, ein Button. Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Geil. Oh, er funktioniert. Oh, eine Schreibmaschine. Und sie funktioniert. Ich könnte jetzt was schreiben. Aber ich brauche Papier. Und ein guter Autor muss erst wissen, was er schreibt. Okay. Es sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Ich lasse das hier. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Okay. Ich probiere gerade. Ich glaube, wir landen wieder im Brunnen, aber nur Interesse. Ja, wir landen wieder im Brunnen. Okay. Mal wurscht. Alles klar. Haben wir jetzt die Bilder? Die Stufen enden an einer Wand. Schauen die Bilder, glaube ich. Viele kleine Gemälde. Und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Oh. Oh, du kriegst nie einen Freund. Du kriegst nie. Du wärst ja verrückte Katzentussi. Du wärst ja verrückte Katzentussi. Andere Dinge auch. Aber ich bin nicht groß.
Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Okay. Mir macht es eher ein bisschen stutzig, dass da brennende Kerzen. Brennende Kerzen? Brennende Kerzen. Okay. Mir macht es eher stutzig, dass da so eine Frau in Portale liegt. Ehrlich gesagt. Was? Was ist denn das für ein Bild? Was ist denn los mit dem? Okay, ein Besen. Weg zu fliegen. Oder um sauber zu machen. Ich glaube eher, dass das unser Brücken wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ein Monster, das Ziegen mag. Erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an die Wur. Ein Monster, was Ziegen mag. Ja, ist ein bisschen die Wur-lastig. Diese Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen. Zwei Kerzen. Fünf Kerzen, um meinen Weg zu erleuchten. Fünf Kerzen, um meinen Weg zu erleuchten. Ach, immer das Gleiche. Die Schwestern, die sehen so ähnlich aus. Rosa und blau. Genau gegensätzlich. Ähnlich aus. Gemalte Rose. Hm. Was ist so? Oh, eine Leiter. Vielleicht ist Mr. Midnight da oben. Okay, wir schauen mal, kommt noch weiter? Ich will nichts auslassen. Was für creepy shit ist denn das Haus? Hä? Ernst jetzt? Was manchmal wirken lassen?